Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück zur 36. Folge von Mario & Rabbids Kingdom Battle. In der letzten Folge sind wir auf Wario und Waluigi getroffen und haben die besiegt. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, denn sie sind einfach weggelaufen. Ob sie wirklich besiegt sind, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Was ist hier los? Übersprungene Frames? Hä? Das Spiel läuft über die Capture Card. Hallo. Recording. 6000er Bitrate. Hä? Okay, seltsam. Laufen wir einfach mal weiter. Oh, eine Red Coin Challenge. Klar, mache ich. Oh, nee, die geht zurück. Oh, das war die. Ja, ja, ich erinnere mich. Wo muss ich hin? Hier lang? Okay. Da müssen wir nämlich ewig weit zurücklaufen. Gut, ich habe keine verpasst. Da vorne ist die letzte. Okay. Sieben. Was? Oh, war das knapp. Ich habe schon den Verlust gerochen. Aber wir haben es. Wir kriegen eine neue Waffe. Yoshi, den Blooper Pooper. Okay. Der Name klingt gewöhnungsbedürftig, aber ist okay. Genau. Gehen wir mal alles wieder hoch. Also ich freue mich total auf den zweiten Teil, auf Mario und Rabbids Sparks of Hope. Das sah schon so richtig gut aus. Klar, das Kampfsystem ist anders. Falls ihr den Trailer gesehen habt, schaut ihn euch gerne. Falls ihr ihn nicht gesehen habt, schaut ihn euch gerne mal an. Da war dieses Kampffeld anders eingeteilt und man konnte frei rumlaufen und Sachen rumwerfen und ich habe verschiedenste Trailer-Analysen dazu gemacht. Deswegen kenne ich das Ganze schon. Also ich habe mir den Trailer, glaube ich, 10-mal so auf der Geschwindigkeit 0,25 angeschaut, wirklich alles zu sehen. Und richtig, richtig epic sah das aus. Ich freue mich drauf, ich werde es auf jeden Fall let's playen, natürlich. Ich werde auch sofort die Vorbestellung machen, sobald man die machen kann. Wenn ihr dieses Video seht, ist die Vorbestellung wahrscheinlich schon längst getan. Und das Spiel ist wahrscheinlich schon draußen. Steht was dran vom 12., nee, vom 31. Dezember 2022? Das ist ein bisschen spät. Das ist in über einem Jahr. Wobei BOTW wurde ja auch ewig angekündigt. Festungswachen. Ist es das, was ich denke, dass es das ist? Oh nein! Ja, ein Rätsel! Das ist das, was mich am meisten freut am Spiel. Und es ist auch noch das Rätsel, was ich am meisten hasse. Ich freue mich trotzdem drauf. Ist ganz cool. So, wir finden erstmal nochmal Tarotkarten. Die Schwarzbase. Oder Schwarzbase. Ich glaube eher Base. Okay. Unsere Aufgabe ist es also nun, diesen Block hier bis... Das könnte schwerer werden, als ich dachte. Bis ganz nach unten zu befördern. Und ich würde sagen... Let's do this. Here we go again. Templar. Nee, das kann so nicht stimmen. Nee. Ich war noch da unten. Oh doch, doch, so. So hoch. Dann klatscht es auf den da und von dem da können wir es darüber und dann nach unten. Perfekto. Ja, logisches Denken muss man für sowas natürlich haben. Ist die Grundvoraussetzung. Deswegen. Ah, nee, das war eine schlechte Entscheidung, den da lang zu schieben, weil hier können wir nicht von oben nach unten schieben und hier geht sowieso nicht weiter. Schieben wir ihn also hier lang. Das Tolle ist, hier können wir ihn einfach Block für Block schieben. Oh, das ist gemein. Die denken jetzt... Oh, ja, ich sehe es. Ja, wir müssen jetzt einmal außen rumlaufen. So. Wir müssen nach oben, nicht nach unten, weil dann können wir nicht verschieben. Und hier auch nicht nach oben, sondern hier direkt weiter. Oh, das ist mies gemacht, sodass man die ganze Zeit Fehler macht und alles von vorne machen muss. Gefällt mir. So. Ich sehe das schon. Nach hinten. Nicht nach vorne, Leute, nach hinten. Weil hier, wenn er hier steht, könnt ihr nicht mehr nach unten schieben. Und dann müsst ihr hier nochmal alles außen rum gehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen schieben wir ihn da entlang. Und noch einmal. Ich finde solche Rätsel ja immer total stark.
Ich hoffe, die wird es auch in Sparks of Hope geben. Ich hoffe, dieses Let's Play ist fertig, wenn Sparks of Hope rauskommt. Wäre sonst doof, wenn sich beide Let's Plays überschneiden. Nicht zu vergessen, es gibt ja auch das DK-DLC. Aber da habe ich mir schon überlegt, vielleicht streame ich das auch einfach. Oder ich mache einfach längere Let's Play-Folgen. Oh, das weiß ich auch, wie das funktioniert. Genau, da slidet es nämlich komplett. Nein, nicht zurück. Weiter. So. Und dann in diese Richtung. Dann nach da. Nach hier. Nach dort. Nach da. Nach hier. Ah, jetzt ist wieder langsam. So, und jetzt habe ich einen Fehler. Nee, nee, 200 IQ, 200 IQ, so. Und so. Und runter. Da lang, da lang. Vorne, vorne, rechts. Und einfach jetzt nur noch geradeaus, dann haben wir's. Joss! Dede. Ah, ich habe die Musik vermisst. Ja, das gefällt mir total. Oh, da gibt's schon den nächsten Kampf und noch eine Chest, die nehme ich natürlich mit. Was befindet sich daran? Ein Musikstück und zwar Melodie ganz namensfrei. 2. Okay, ganz namensfrei, Leute. Wenn ich dran denke, blende ich die jetzt. Ich denke da sowieso nicht dran. Egal. Ist es das, was ich denke, dass es das ist? Besiege alle Gegner. Nee, es ist nicht das, was ich denke, dass es das ist. Und es ist 7. 8 ist, glaube ich, schon der Boss, gell? Ist 8 der Boss? Leute, dann sind wir in der nächsten Folge vielleicht schon fertig. Doch, es gibt Frame-Drops. Läuft, es läuft nicht. Hä? Kann ich mir vorstellen, warum es Frame-Drops gibt? Warum? Was läuft denn hier alles im Hintergrund? Bitte? Forza, IQ, Beleuchtungszeugs, Nvidia. Es verbraucht nur Speicher. Ja, OBS, klar. Steam verbraucht sehr wenig, das ist egal. Desktop Manager sollte ich nicht schließen. Wahnsinn, 37 CPU. Hey, wann war denn das letzte Mal, dass ich so viel CPU als Leistung hatte? Ja, GPU wird 3D verwendet. 50 Grad. Aber wobei, das ist noch normal, gell? Ja, 3D-Effekt wird halt hier jetzt wegen dem Spiel angewandt, klar. Ja, Internet muss ich gar nicht wissen. Da habe ich immer 700 bis 800 Mbits von denen. Ja, 9000 Sachen. 9000 Prozesse laufen gerade im Hintergrund. Und dafür trotzdem nur 30%. Ist gut, ist gut. Also es ist ein i9er und Wasserkühlung drauf. Der sollte eigentlich nicht durchbrechen. Sagt er und bemerkte, oh, Framedrops. Gut, ich setze meine Framedrops-Rate. Benachrichtigung ist auf 3%. Ich treffe den von hier. Ja, dann laufe ich doch zu dem hin, ist doch klar. Aber mit Rabbitus Peaches. Die auch nicht ganz hinkommt. Hey, halt, Yoshi. Weil damit öffnen wir schon direkt das Tor. Der PC ist jetzt auch die ganze Nacht gelaufen, weil er es hochgeladen hat. Und ich werde ihn heute Nacht wieder ausmachen. Also den Final Boss Kampf werde ich natürlich wieder hochskalieren wie sonst irgendwas. 4K 60 FPS natürlich, Leute. Am liebsten 8K 60 FPS, aber... Mein PC würde es verarbeiten können, aber der Computer soll ja nicht die nächsten 10 Jahre durchlaufen. Der Yoshi, stell dich halt mal dahin. Weil ich nicht genau weiß, wie ich hier am besten vorgehe. Oder ich schicke einfach eine Bombe vor. Keine Ahnung, aber das sieht gerade sehr knifflig aus. Wenn ich mich so ausdrücken kann. Oh, ich kann mich hier hinstellen, dann kann ich den da drüben anschießen. Das ist schon mal sehr schön. Yes! Au. Ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt irgendwen mit der Hälfte sich treffe.
Weil ich mich so richtig schlecht platziert habe. Ja, ich schieß mal auf den da. Ich treffe sowieso nicht. Oh. Ah, ne, ich dachte, ich hätte getroffen. Warum dachte ich das bloß? Weil wir es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Egal. Ich trinke mal was, während die Gegner kämpfen. Guck mir das Ganze mal amüsant an, was die so versuchen. Toll. Ja, ach komm, echt, Mann. Ja, oh no, denke ich mir auch gerade. Bam. Mach's mal schneller. Müssen wir nicht so lange warten. Dashen. Ich hätte schon gern, dass der raus ist. Aber ich hätte auch gern, dass einer von denen raus ist. Und ich muss mich ziemlich offen hier hinstellen mit Mao. Da ist ein Verteidiger. Hier stehe ich so ein bisschen gesiegt. Geheidet. Sieg ist suchen. Stopp. Don't forget to dash this one. Da hauen. Yoshi kann so unglaublich weit laufen. Und wisst ihr was? Yoshi kann sogar nochmal dashen, gar. Und dann noch von hinten an den Verteidiger. Komm, ist egal. Ich hätte vielleicht andersrum gehen müssen, wäre die Route einfach über. Egal. Ich weiß, wir sind nicht bei Kirby, aber trotzdem. Warte. Bevor ich den jetzt ultra wegsmash. Okay, ich kann nichts mehr machen. Ich stelle mich hier oben hin und schieß noch da auf die da runter. Da. Wenn ich eine Bombe wünschen würde, dann müsste die... Boah, ist das ein langer Weg von da unten. Ja, ich volle Kanne da drauf. Oder? Ja, ja, ja. Vielleicht habe ich auch noch Stoßschaden, ja? Yes, abseits, perfekto. Er lebt noch, nicht so gut. Egal, Mario, du nimmst dir mal den da rechts von dir vor. Oh, mit dem Hammer wäre direkt weg. Oh, mit einem. Egal wie, mit einem Crit ist er nicht weg. Dann nehme ich den Hammer, weil den sehen wir so selten. Und dann. Pam! Wow! Wunderschön. So sehe ich das gerne. Also, die Folgen laufen echt gut. Und dann noch Yoshi. Auf den Verteidiger hier. Stoß. Hast ihn nach unten gehauen. Sehr schön. Lebt aber noch, soviel ich weiß. Ja. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendeiner eine Heilung braucht in der ersten oder zweiten Runde. Deswegen lasse ich mal die Gegner angreifen. In der Hoffnung, die machen irgendwas Sinnvolles und lassen mich mal nicht gewinnen und geben mir mal ein bisschen mehr Herausforderung. Das Spiel ist ja so easy, sagte der, der die ganze Zeit auf dem Easy-Mode spielt. Das mache ich nur fürs Let's Play. Und damit wir einfach nicht die ganze Zeit strugglen. Weil es gibt schon ein paar Kämpfe, wo ich echt struggle. Und da fände ich es gut, wenn wir da trotzdem gut durchkommen. Weil es Let's Play und ihr wollt nicht sehen, wie ich wirklich nur faile. Also mit nur failen meine ich, wie ich wirklich... 2, 3, 4, 5 Aufnahmen habe, wo ich immer denselben Kampf mache, weil ich die ganze Zeit sterbe. Und es rauszuschneiden finde ich auch blöd. So. Deswegen mache ich es einfach lieber gleich einfach. So, der wär auf jeden Fall raus. Stopp, vielleicht kann ich ja mit jemandem noch nachhelfen. Weil, stimmt, hier unten sind noch welche. Der Yoshi, mach mal. So, der ist da hauen. Ja, und Yoshi kümmert sich um den da. Ich glaube an dich, Yoshi. Rabbit Yoshi. Nicht Yoshi, es ist Rabbit Yoshi. Tschüss, Verteidiger. Wir sehen uns. Kann ich den knockouten? Damit ganz viel Glück. Dass ich nicht hab heute. Schade. Der hat sogar noch 200, oh Gott. Aber wir haben ja noch Rabbitos Pichus. Und die dashed den jetzt.
würde ich sagen. Was, du kannst aber wieder hochspringen. Und dann kannst du nicht. Oh doch, vielleicht kannst du dich dahin stellen. Du kannst eine Bombe losschicken. Nee, zu dem da, ja. Und versuchen, den mal wegzusmashen. Was ist das? Das ist sogar ein Gehilfe, der kann heilen. Ja, das ist ganz doof. Mario, du nimmst mal... Das ist auch ein Gehilfe. Ja, dann nimmst du auf jeden Fall einen Verteidiger raus, weil sonst wird der Verteidiger gehalten. Das ist nicht so gut. Du machst sogar einen Crit, den ich eigentlich gar nicht brauche. Egal. Was ist das vor mir? Ein Hopser. Mit zwei. Nein. Wie lame. Wegen zwei Herzen hat er überlebt. Es gibt Fred. Warum gibt es denn Fred? Hallo? Der PC muss nichts machen, gerade außer aufnehmen. Und er schafft es nicht. Stopp. Nein. Wir machen das ganz, ganz schlau. So. Dashen. Hinstellen. Er wartet gleich. Ihr seht gleich, was ich vor. 100 Schaden bei dem Deck. Ui. Okay. Ich weiß ja nicht, wie weit wir schon sind. Deshalb. Okay, er macht 130 bei einem Dash. Ja, gut. Dann hauen wir mit dem Hammer noch drauf. Mach ich auch mal. Und 70 Schaden mit dem Sprung, das ist schlecht. Tanken wir den Schaden. Sind beide raus, haben wir keine Probleme mehr. Das war's. Nein? Wo? Der da. Aber der ist auch weg. Kein Problem. Bam. Ich glaube, ich höre jetzt heute aufzunehmen und mache den PC wirklich mal aus für eine längere Zeit. Das ist ja schlimm. Was für eine Qualität nimmst du auf? Bitte sag mir jetzt nicht 4K. Dann bist du selber schuld. Nee. Ich muss doch den neuen Stream-Schlüssel reinpacken. Ja. Ja, grün. Was aktivierst du? Du bist blau. Du bist dafür, dass ich hier noch weiterkomme. Na, ob ich die Kiste jetzt direkt will? Was muss hier? Rot muss aktiviert sein, aber der steht auf gelb. Also muss ich mit einem Rot aktivieren. Ich stelle den auf Blau. Kann ich den auf Grün stellen? Den auf Rot. Ist das echt so einfach? Das wäre schon traurig. Hä, als ob das so easy ist. Falls ihr ein Tutorial wollt, wie ihr das schnell machen könnt. Da habt ihr heute. Hä, das war ja voll easy. Hä? Oh, aber da drüben wäre noch eine Silber-Chest gewesen. Ist egal. Melodie ganz im namenlosen irgendwas. Ihr gibt schon den nächsten Kampf. Wollen wir die noch in die Folge packen? Nee, so habe ich noch was für die... Ah, kann ich hier pausieren? Doch, es hat gerade gespeichert. Hier kann ich pausieren. Morgen gibt es nämlich den Paper Mario Stream. Dann nehme ich das, wenn dann am... Donnerstag habe ich auch keine Zeit mehr. Theoretisch könnte ich es am Freitag aufnehmen. Ah, da streame ich auch. Egal. Auf jeden Fall.
das war's mit der heutigen Folge von Mario Rabbids Kingdom Battle. Falls es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Bis dann, Leute. Und ciao. Tschüssi.